Wir fangen an mit unserem ersten Talk. Zeppelin in Friedrichshafen ist ein Thema, an dem man überhaupt nicht vorbeikommt, ob man will oder nicht. Zeppelin ist ein wunderbares Thema. Zeppelin ist ein Thema, mit dem ich mich sehr gerne beschäftige. Zeppelin hängt mir seit Jahren schon an und ich gebe gerne zu, dass ich da auch großer Fan bin. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass Herr Brandt heute hier ist. Herr Brandt ist der Leiter von Zeppelin und er wird sicher nachher auch noch erklären, von welchem Zeppelin, da gibt es ja doch einige. Deswegen entschuldigen Sie bitte diese Ungenauigkeit hier an meiner Stelle. Zeppelin ist aber ein ganz, ganz besonderes Phänomen und ich frage jetzt einfach mal ganz kurz in die Runde, gibt es jemand von Ihnen, der da schon mitgeflogen ist? Okay. Dran denken, man kann da wirklich täglich mitfliegen, machen Sie das ruhig. Das ist ein absolut empfehlenswertes, einmaliges Erlebnis. Zeppelin ist aber auch eine große Idee. Zeppelin ist etwas, was, wie soll ich sagen, vieles bewegt hat, vieles auf den Weg gebracht hat, auch wenn heute es nicht so ganz so viele Zeppeline am Himmel gibt. Ich glaube, Zeppelin braucht auch etwas Überzeugung oder sehr viel Überzeugung. Zeppelin braucht neben all dem Kalkül, dem Ingenieurtum, den guten Ideen, die man dazu braucht, auch so ein Gerät zu konstruieren, zu betreiben und auch zu verkaufen, braucht er auch so eine Spur von, wie sage ich es vorsichtig, Verrücktheit. Und sehen Sie es mir jetzt nicht nach oder sehen Sie es mir nach, Herr Brandt, aber ich freue mich, dass wir jetzt sozusagen mit Ihnen hier einen Verrückten auch da haben. Herzlich willkommen, Herr Brandt. Bin ich verrückt, ist die Frage. Fliegen kann man auch nicht jeden Tag, die letzten Wochen waren schrecklich. Das Wetter hat uns einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. Vor 7, bald 8 Jahren bin ich gefragt worden, ob ich hier das übernehmen möchte. Ich war vorher Geschäftsführer, fast 10 Jahre bei der Dornier Regionalflugzeuge in München-Oberpfaffenhofen. Sind da recht weit nach oben gekommen, hatten Lufthansa als Kunde und für mich war das eigentlich eher, naja, das ist doch Liebhaberei, was soll das eigentlich, Luftschiffe, das ist eigentlich lächerlich. Ich habe dann aber kennengelernt, wer dahinter steckt und drum stehe ich heute hier. Und ja, vielleicht ist es ein bisschen verrückt, aber es ist auf jeden Fall auch hochemotional und es ist schön und immer aufregend und macht großen Spaß. Und ich werde Ihnen einfach in den nächsten 17, 18 Minuten ein bisschen aus diesem Leben eines Zeppelin-Geschäftsführers erzählen. Ich bin Geschäftsführer in Zeppelin Luftschiffbau. Die Firma gibt es seit 105 Jahren. Ich bin Geschäftsführer in der Zeppelin Luftschifftechnik. Diese Firma gibt es seit 20 Jahren. Und Geschäftsführer DZR, die Firma gibt es seit ungefähr 19 oder 18 Jahren. Die betreibt den Zeppelin hier am Bodensee. Zeppelin, das eine Bild, das ich Ihnen hier zeigen will, der kleine Punkt rechts, ist da eigentlich so ein roter, so ein Dot drauf oder irgendwas? Weiß nicht. Ja, genau. Dieser Punkt ist noch zu groß. Es gibt nämlich weltweit nur 23 Luftschiffe und davon sind eigentlich nur inzwischen noch 10 aktiv. Das zeigt schon was. Es gibt rund 20.000 aktive weltweite Verkehrsflugzeuge. Das ist also eigentlich gar kein Markt. Das ist auch nicht mal eine Nische. Das ist ein Unikum, ein Exot. Und die Frage ist auch, warum macht man das dann eigentlich und geht es überhaupt? 23 im Bestand und nur 10 aktiv. Können wir nachher nochmal darüber reden, warum das so ist. Ganz kurz zur Geschichte. 1900 hat ein von vielen verrückt bezeichneter Graf die Luftschifffahrt hier gegründet, ganz kurzer Abriss, hat bis 1914 vor dem Ersten Weltkrieg rund 18 Luftschiffe mit ins Leben gerufen. Dann wurden im Ersten Weltkrieg, Graf Zeppelin starb übrigens 1917, wurden rund 88 Luftschiffe gebaut für Kriegszwecke. Die haben dann London bombardiert und so weiter und so fort. Und als wir 2008 nach London gekommen sind und mit einem großen Getränkekonzern dort eine dreimonatige Kampagne zu fliegen, waren die englischen Zeitungen doppelseitig voll mit der Überschrift, diesmal kommen sie aber nicht mit Bomben, sondern in friedlicher Absicht. Also so hat die Geschichte da reingewirkt und wir hatten eine irre Kampagne, aber InBev, der Kunde, war nicht so ganz erfreut, weil ihm plötzlich klar geworden ist, was da noch dahinter steckte, welche alten Erinnerungen da drin steckten. Und naja, das war für die Marketingleute ein bisschen kritisch, aber trotzdem war es in London eine gute Kampagne, außer das Wetter im Norden da oben war vor vielen Jahren schon sehr schlecht und sehr windig und wir sind nicht sehr viel geflogen. Dann hat 1920
1921 Hugo Eckenard es übernommen und hat ein Reparationsluftschiff bewerkstelligt, das nach Amerika geliefert wurde. Das hat einen Mythos begründet, dass die ganze deutsche Nation quasi sich wieder was gefühlt hat, als nämlich 1924 das Luftschiff überführt wurde. Dort wurden die in New York empfangen mit Konfettiparade. Und die ganze deutsche Nation ist aufgestanden und hat, ach, wir sind wieder wir. Das steht in allen Biografien so drin. Und das ist wirklich, das erklärt ein bisschen diesen Mythos von diesem Gerät. Aber eigentlich sind dann bis 1937 nur 5, 6, 7 Zeppelin überhaupt noch gebaut worden und eigentlich nur 2 richtig große, die Graf Zeppelin und die Hindenburg, die Passagiere befördert haben. Passagiere, rund 79.000 Passagiere und gesamt waren es am Ende 119 Luftschiffe. Also war aber ein Mythos und der Hindenburg-Unfall dann damals war der erste live gefilmte Unfall mit auch leider ja Todesfolge neben der Titanic, das Ereignis damals, wo eine Wirtschaftsikone, eine Ikone, ein Produkt untergegangen ist und dann auch nie mehr danach flog. Auch die anderen Geräte wurden eingestellt und 1939, 1940 die letzten noch existierenden Zeppeline zerstört, die Materialien verwendet für Kriegsproduktion, die Hallen abgebaut. Dann war lange nichts, rund 60 Jahre, und dann hatten die Gesellschafter ZF, Friedrichshafen und Zeppelin, die hatten die Idee, ja, vielleicht sollte man das wieder anfangen. Und ich wurde eingestellt 2005, weil man zwar technisch ein tolles Produkt entwickelt hat, komme gleich zu, aber der Markt, ja, ist überhaupt ein Markt und was ist da nicht los? So, und darüber reden wir jetzt. Der Graf Zeppelin, das ist vielleicht nur kurz zu erläutern, ja, zeitlich geht es noch. Ne? Leute, hat eine Menge geschafft. Es gibt viele Firmen, die aus diesem Konzern entstanden sind. Es sind heute 80.000 Mitarbeiter, rund 20 Milliarden Umsatz. Das ist eine richtige Wirtschaftskraft, hochprofitabel. Da steckt eine Menge dahinter. Und die haben mich dann auch überzeugt, hierher zu kommen. Der Zeppelin an sich ist eigentlich ein ganz normales Flugzeug, wie jedes andere Flugzeug auch, aber hat innen drin ein Gas, Helium heute, nicht Wasserstoff, und innen drin auch ein Gasmanagement mit Luftsäcken, ist wie ein Wal, der im Wasser auf- und untertaucht und da den Druckausgleich machen muss. Die Zeit ist jetzt nicht da, das im Detail zu erklären. Innen sieht ein Zeppelin so aus, mit einer Struktur. Es gibt 2 Sorten von Luftschiffen. Es gibt starre Luftschiffe, das sind wir, halbstarr in dem Fall, und Prallluftschiffe, die haben innen keine Struktur und die sind quasi wie Ballons in Zigarrenform. Das sind die meisten Luftschiffe, die in der Welt gebaut worden sind, rund 400-500 Stück. Und davon gibt es aber heute, wie ich vorhin sagte, nur noch 23 im Bestand, minus unserem eigenen Bestand, also rund noch 20. So sieht dann die Produktion aus, wenn eine Hülle aufgezogen wird, links die Struktur nochmal, und die Hülle ist auch Hochtechnologie, kommt aus der Raumfahrttechnologie, Ursprung die Raumfahrtanzüge der Astronauten, Mondlandung damals, da sind die Ursprünge, kostet 1,2 Millionen Euro so eine Hülle und muss gasdicht sein, muss UV-abstoßend sein und muss auch reißfest sein, denn immer wieder muss man ja auch gucken, dass wenn mal ein Riss drin wäre oder ein Loch, dass es nicht weiterreißen kann. Da tun die Mitarbeiterinnen nochmal Detailarbeit machen und gucken genau, ob wird auf Löcher kontrolliert. Und am Ende sieht dann ein Luftschiff ohne die Anbauten so aus, wie es da ist. Der Zeppelin ist also technisch ein hoch ausgereiftes Produkt. Und das sieht man hier unten an den Zahlen. Ganz kurz mal 1,9%, 1,9%, 1,64% Ausfallrate. Das heißt, von 1000 Flügen im Jahr etwa fallen vielleicht 16 aus. Und das ist sehr, sehr wenig und sehr, sehr gut. Das ist eine Industriemarke, die kann sich sehen lassen. Aber es gibt einen anderen Trend, der uns momentan Sorgen macht. Und den habe ich hier oben abgebildet. Wir hatten vor 3 Jahren 43% Wetterabsagen. Als ich begonnen habe, vor 2005, vor 8 Jahren, 35% Wetterabsagen. Und letztes Jahr 47% Wetterabsagen oder Umbuchungen. Und dieses Jahr im Mai waren wir bei 60%. Also wenn man die 8 Jahre, meine 8 Jahre bei Zeppelin hinterlegt und Klimaforschung daraus ableiten will, dann kann man sagen, zumindest in diesen 8 Jahren, natürlich ein Wimpernschlag der Klimaforschung, auch klar. In diesen 8 Jahren hat sich das Wetter deutlich geändert für uns. Wir sind windabhängig, wir können der Passagiere auch nicht durch Nebel fliegen, die wollen ja was sehen. Und die Absage- oder Umbuchungsraten steigen eigentlich jedes Jahr stetig an.
also ein kleines Abbild dessen, dass unser Wetter sich nicht nur gefühlt, sondern auch statistisch, denn wir machen Wetter jeden Tag, ändert. Aber weil das so ist, das ist jetzt das Gute, hat die EU ein Programm aufgelegt, Klimaforschung zu machen, über fast 10 Millionen Euro. Und wir sind ein wesentlicher Teil dieses Programms. Ich komme heute Morgen gerade aus Finnland. Das Luftschiff ist hier ausgerüstet, ist ein fliegendes Labor geworden. Pegasus heißt die Kampagne. Und wir machen Luftanalysen in der Grenzschicht zwischen Erdoberfläche und 2000 Meter. Die heißt planetare Grenzschicht. Und der Zeppelin T fliegt von Italien bis rauf nach Finnland in einem 7-monatigen Gesamtprogramm über viele, viele hundert Flugstunden, misst der und analysiert er die Luft, wie die sich chemisch, wie sie reagiert auf unsere Dinge, die wir am Boden tun. Da, so habe ich gerade erklärt, da oben sind wir gerade mit dem zweiten Luftschiff. Das ist ein toller Auftrag und ist, wenn man so will, konkret abgeleitet aus dem Thema Wetter. Das läuft also sehr gut. Und hier sind mal ein paar Impressionen. Das Luftschiff war Schweden letzte Woche oder vorletzte Woche. Und in Finnland ist übrigens das Wetter super. Ne? 25 Grad, 30 Grad. Die Finnen sagen, sowas hatten sie noch nie. Ich habe gerade wunderbare, schöne, warme Tage erlebt. Und die Mücken waren dann auch gar nicht so schlimm. Wir waren auch in Afrika und haben für die BEAS als Sondermission Diamanten gesucht, besser gesagt Vulkane gesucht, die unterirdisch sind, die abgetragen sind durch Erosion durch Millionen Jahre. Nur kann man sich auch fragen, das ist alles Afrika, ist das dann ein sinnvoller, wenn man nach Sinn fragen, nach NRED fragen, nach Sinn fragen, ist es sinnvoll, wenn gleichzeitig im Kino damals der Film Blood Diamonds gelaufen ist, habe ich mich mal gefragt, na, was machen wir da eigentlich und was unterstützen wir da eigentlich? Am Ende waren wir nach 2 Jahren dann auch fertig. Oder ging dann auch nicht weiter. Die gesamte Weltkrise kam damals 2008 und das Projekt war dann beendet. Und ein Tornado hat den Zeppelin am Mast dann damals so beschädigt, dass er auch gleich unten bleiben konnte. War aber nicht so schlecht. Wir hatten da ganz gute Versicherungen und waren eigentlich ganz froh. Es war nämlich der Prototyp und ich wusste gar nicht, was ich damit machen sollte. Ja, was wir heute machen, ganz kurzes Lehrbild aus der Betriebswirtschaft. Was wir heute machen, es geht ja um Investitionen, es geht um Komplexität, es geht um Fragen, Wachstum oder Bestand. Was wir heute machen, ist den Luftschiffbetrieb hier in Friedrichshafen. Wir machen Wartung natürlich. Wir müssen den Zeppelin immer erhalten. Obsoleszenz heißt Alterung. Da sind ja immer auch Geräte drin nach 10, 15 Jahren schon wieder, die ersetzt werden müssen. Wir ersetzen gerade das gesamte Avioniksystem für fast 5 Millionen Euro. Zusammen mit dem Kunden Goodyear, darüber reden wir noch. Wir müssen den Grundentwicklung ständig machen. Wir sind ein luftfahrtzugelassener Betrieb, der von der deutschen Luftfahrtaufsicht und von der europäischen Aufsicht kontrolliert wird, immerzu und andauernd mit Überprüfungen, wie Lufthansa auch oder wie auch Airbus. Das ist auch aufwendig und kostet Geld und muss immer weiter auch erhalten werden. Und die Frage ist, macht man eigentlich weiter? Will man weiterentwickeln? Macht man größere Luftschiffe? Es gibt Cargo-Luftschiffe, unbemannte Luftschiffe. Was macht man da eigentlich? Geht man weiter in den Markt? Geht man weiter in den Betrieb? Und das haben wir natürlich in meiner Zeit auch probiert und da aber auch einige Niederlagen erlitten, wie übrigens auch der Graf Zeppelin einige Niederlagen erlitten hat und mehrfach pleite war. Am Anfang auf dem Chart stand noch die Spende von 1908. Die deutsche Bevölkerung hat ihn damals gerettet mit 6 Millionen Goldmark als Spende, als der vierte Luftschiff verunglückt war und er im Grunde pleite war, hat die Bevölkerung ihm eine Spende gemacht und daraus ist überhaupt der Zeppelin-Konzern, Luftschiffbau Zeppelin und die ganzen anderen Firmen entstanden. Sonst säßen oder stände ich heute sowieso nicht hier und auch andere Firmen wären nicht da. Wir waren in Tokio, Traumstadt. Wir waren, Sie hören Vergangenheit, in San Francisco mit einem Kunden. Dahinter steckte ein sehr potenter Investor und beide Projekte sind leider gescheitert, also auch Niederlagen. Gleichzeitig haben wir Goodyear gewonnen. Da habe ich kein Bild dazu, weil wir das Goodyear-Emblem noch nicht zeigen können. Aber gerade in Amerika ist jetzt der Goodyear-Bau des ersten Luftschiffes am Fertigwerden. Wir haben 3 Stück verkauft. Mit Goodyear entwickeln wir mit einem Partner auch die Technik neu. Und das ist ein großer Erfolg. Aber gleichzeitig die Niederlage, eben 2 Kunden sind im Grunde liquidiert worden, weil es nicht ging. Warum ging es nicht?
wir wissen es eigentlich schon, entweder der Standort nicht der richtige oder die Passagiere mussten zu weit anreisen oder in Amerika kannte man Prallluftschiffe, die letzten 30, 40 Jahre die Werbung gemacht haben. Die haben Leute haben raufgeschaut und haben das Luftschiff gesehen und so, ach, wieder ein Blimp, wieder ein Prallluftschiff, der macht Werbung. Die wussten gar nicht, dass man nicht fliegen kann. Und es war eigentlich doppelt schwierig im Marketing, das rüberzubringen, hey Leute, ruft an und fliegt. Bodensee läuft gut. Die Piloten begrüßen 12.000, 13.000 Passagiere. Aber letztes Jahr haben wir nur 11.000 geschafft wegen Wetter. Da fehlt dann gleich mal eine 500.000. Das ist dann schlecht. Der Zeppelin fliegt 16 Routen hier. Der Sinn, der natürlich schön ist, wenn ich auch als Geschäftsführer dann sehe, wie die Passagiere aussteigen und alle lachen und wir im Grunde auch keine Werbung machen, weil es Mund zu Mund geht und immer wieder wir ungefähr 13.000 verkaufte Gutscheine haben und die Leute sagen, das ist so schön und empfehlen es ihren Freunden, Bekannten und wem auch immer weiter in der Familie. Und wir sind toll gebucht, wobei ich immer wieder aufräumen muss mit dem Fehler, dass man denkt, wir sind ausgebucht. Man könnte immer noch mehr Flüge machen. Wir haben so einen Nimbus am Bodensee, wir seien ausgebucht, das stimmt eigentlich auch nicht ganz. Wir machen auch Werbung, das ist mal ein Kunstprojekt gewesen, das Audi gesponsert hat. Und Audi hat das gemacht, hier mit der Insel Mainau zusammen. Aber der Werbemarkt ist ein schwieriger Markt und man muss sich natürlich auch die Sinnfrage stellen, macht Werbung immer Sinn? Wir haben ja eigentlich genug Werbung, aber Internet hat viel verändert. Die Flugverbote über den Staat, weil die Großsponsoren alles kontrollieren. Der Werbemarkt ist weitgehend weggebrochen, deswegen gibt es heute bloß noch 10 aktive Luftschiffe in der Welt. Wir haben 3 hier, 2 aktive, 1 verpackt, das Amerika-Luftschiff. 3 hat Goodyear gekauft, 10 sind aktiv, also sind dann 6 sind wir von 10. Das heißt, wir werden dann den Markt eigentlich, wenn es überhaupt einer ist, kontrollieren und hoffen daraus auch wieder eine Zukunft ableiten zu können. Und was am Schluss David Scott gesagt hat, Kommandant der Apollo 15 nach seinem Zeppelinflug Paris 2005, er hat gesagt, just the walk on the moon was nicer. Also Zeppelinfliegen ist schön. Werbung machen finden wir auch schön, nur finden wir keine Kunden. Sondermissionen zu machen finden wir toll, hat einen technologischen Wert, da haben wir Kunden, aber es ist nie stetig, es ist amorph, geht auf und ab. So ein Regierungsauftrag dauert Jahre, bis man ihn kriegt und dann gibt es dann wieder Jahre keinen. Da gibt es auch komische Effekte, die leicht und schwer zu kontrollieren sind. Auf jeden Fall ist das die Situation, Luftschiffe, ein Punkt im Weltmarkt, also eigentlich kein Markt. Trotzdem machen wir weiter. Es ist eine Ikone der Region. Die Gesellschafter haben die Kraft, es zu machen. Sie stellen sich nur gerade die Frage, in welcher Form machen wir es weiter? Mit wie viel Geld gehen wir in den Weltmarkt? Was machen wir für hier? In welcher Form soll das betrieben werden? Und ich persönlich, Sie haben mich auch gebeten, was persönlich zu sagen. Ich bin natürlich neben meiner Vorgeschichte Dornier, wo ich Dornier retten wollte, damals gegen große Widerstände, auch ERDS, hat das kleine Dornier tottreten wollen. Geht es auch hier um Rettung? Ich war auch mal bei Greenpeace 3 Jahre der Finanzchef. Als ich durch Vancouver Island gefahren bin und diesen ganzen abrasierten Urwald gesehen habe, hat mich das so geärgert, dass ich mich dann habe anstellen lassen. Und damals gab es eine Spiegel-Artikelserie über Greenpeace, die im Geld erstickt sind und nicht wussten, was sie damit machen sollten und fast darin zugrunde gegangen sind. Dann haben sie mich angestellt, um das Ganze zu restrukturieren. Und ich habe 3 Jahre Greenpeace geleitet als Finanzchef und jetzt mache ich das hier in der Hoffnung, eine lange Zukunft für den Zeppelin zu erreichen. Null. Stimmt es? 40 Sekunden. 40 Sekunden, ich bin trotzdem fertig. Danke.